Eichstätzbomben wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht aber mal hohen Verkehr eingestellt hat. Ja, weil Arsch. Okay, Alter, Freunde. Ist aber ein massives Teil, was hier gebaut wurde. Holy fuck. Die Frage ist, wie weit muss man Anlauf holen? Ey, Bus, was hält hier ein? Na, guck mal, die fahren alle zurück von da. Seht ihr die? Ja. Der Pinke springt ein bisschen rum. Oh! Ja, ich hab's! Ganz knapp hat es geschafft, Freunde, würde ich mal sagen. Lol, ich bin Dritter. Die hängen alle hier rum, die Muschis. Zombie-Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren geflüchteten Runde Let's Play GTA 5 Online. Zusammen mit unserem Gastgeber Anime-Fan, der gerade am Stream ist. Mit dabei ist natürlich auch Likoka und ein paar Leute aus der Community. Hallo Leute, was geht ab? Hallöchen! Hallöchen, Popöchen! Und vorher, Freunde, schalten wir um auf... Umschalten auf geheime Hyperkraft. Schalte um auf geheime Hyperkraft. Wir sind in der Schweiz angekommen, in Large Swiss Rennen. Da stand was vom T20 und rechts neben mir steht ein Z-Horno, zwar. Lass mich raten, der ist gelb und ist in der Alpha-Banane drin. Gelb ist es schon mal, ja, so gelb oder... Dann ist es eine hundertprozentige Alpha-Banane. Und es ist Alpha-Banane, natürlich. Alpha-Banane, du hältst dich auch nicht an Regeln und liest Beschreibungen. Ist das dein Problem? Bei sowas hofft man ja eigentlich immer, dass da was kommt, was es nicht geht mit dem Centauro mit anderen Autos. Aber ich schätze das sehr einfach, weil Willen das geschrieben hat, deswegen... So. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Holy, ist das uns Muff gebaut. Vielleicht an seiner ersten Map, aber ich... Auf jeden Fall den ersten Punkt, Freunde. Okay. Super geil, ich hab den Andrews gemacht. Geil. Cool. Wow. Freunde, bin ich hier richtig? Ja. So, dann... Als erstes hat man natürlich gerade einen Nachteil, Freunde. Ich weiß nicht, was ich alles machen muss. Tja, dann fahren sie nach hinten, Mister. Oh. So, Daddy hat the point. Etwa. Und? Oh. Da hat jemand einen Blackscreen, das ist aber unschön. Ah, okay. Ah, nein! Ja, wie kommt man da hin? Ey, willst du mich jetzt aufs Korn nehmen? Ich hab den Punkt auch. Was? Ein Harry Potter ist im Chat, wurde falsch geschrieben, auch noch. Was? Avada Kedavra, Alter! Echt mal? Fühl dich gegrüßt. Also noch falscher kann man Harry Potter nicht schreiben. Echt nicht. Also, ich war einzeln mit mich reinzufreuen, weil das war irgendwie eine sehr seltsame Stelle gerade. Seltsame Stellen niemals. Was wollt ihr hier? Verpisst euch! Die wollen mit dir kuscheln, Ares. Du bist so ein knuffiges Entchen, habe ich gehört. Du bist knuffig! Ey! Apropos, da war unser knuffiges Entchen, Freunde. Habt ihr es gesehen? Machen wir aber auch nur jetzt mal ausnahmsweise. Eigentlich machen wir das gar nicht. Einfach in den Chat reinkommen, guten Tag sagen und dann wirst du ganz automatisch gegrüßt. Was? Aber ich musste mit einem höflichen Avada Kedavra antworten, weil wegen Harry Potter. Ah. Wow, nein! Aber du hast echt Harry Potter umgebracht? Easy, Alter. Wow, was? Nein! Ah! Nein. Karre, oh. Beruhig dich. Oh, oh. Nein! Wo ist der Punkt? Punkt. Das war ärgerlich. Oh. 17. Oh. Wo ist der Punkt? Unter den ganzen Plattformen. Muss ich irgendwie hinfahren. Nein, Harry Potter. Und der schreibt Harry auch falsch. Oh, Marshall, jetzt krieg ich Augenkrebs. Hast du gesehen, wie der Harry geschrieben hat? Ja. Wow, Anime-Fan, ich hab dezent verkackt jetzt hier. Ja, ich auch. Oh, bin ich richtig? Da ist die Plattform, Freunde, wenn wir da hinspringen können. Ich hab's auch verkackt. Ich konnte mich retten. Ich hab mich auch jetzt gerettet. Jetzt bin ich zwar rückwärts, aber... Vladi wird angeschrieben vom
Jolo-Zwerg, Bloody, was hast du angestellt? Oh Mann, Alter, ich hab den Punkt natürlich nicht. Was ist denn das für eine Kaki? Verdient. Oh, ist das belastend, Alter. Ganzen Scheiß doch mal jetzt auf. Ja, das war schon zum dritten Mal, Ares. Hey. Ich hoffe, so, ah, jetzt. Von wem ist die Map? Keine Ahnung, ich hab online nur was rausgesucht. Namen und Adresse haben, damit ich dir ein bisschen zuflamen kann. Das war von meinen Entchen. Nee, ganz sicher nicht. Meine Enten haben Charakter, die machen nicht so einen Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin, Freunde, aber ich fahre mal weiter. obwohl, ich fahre in Richtung Punkt, das ist also schon mal... das war böse. Die Punkte sind doch dezentweise auseinander. Wenn man einmal falsch fährt, Freunde, hat man Probleme. Ja. Da kommt ein nicht mehr schöner Wohnreitlot. Weil das Bild sah vielversprechend aus. Vielleicht ein Erstling Werk der Map, weiß man nicht. Du bist auch so ein Erstling. Wobei, dafür sind die Wohnreize zu sauber aneinander. Oh, finally, Alter, ich hab den Punkt. Was eine Geburt, Digga. Ich hab ihn auch. Nice, wenn ich jetzt hier richtig runterfalle, dann ja. Und dann wahrscheinlich da in diese Tube rein, ha? Huh? Oh, nein! Oh, das ist aber böse. Alter. Das ist aber richtig jo, böse. Jo, hab ihn. Geil. Ach, richtig. So, da nein! Ist der nächste Punkt, der ziemlich etwa ist. Oh, lol. Verdammt. Na, aber sauber gebaut ist das jetzt nicht unbedingt. Nee, sauber gebaut ist nicht so. Also man kann es fahren, ja. Nein. Aber in der Map-Bewertung hätte der Map-Erbauer schlechte Karten, ja. Kixel, der ist gerade aufgetaucht. Herr Kixel? Weil dafür haben wir... Lol, was will der jetzt von mir? So, Freunde, jetzt bin ich hier. Sie müssen eigentlich nicht trollig, man kann alles vorwärts bis jetzt fahren. Lol. Aber man muss auch so sagen, nach so zwei Hardcore-Rennen rennen auch mal gut. Ein ja, natürlich. Klar. Nein. Nein, ich bin neben dem Punkt runtergefallen. Oh, ich lieb diesen Schrei, Freunde. Ich lieb diesen Schrei. Halt die Schnauze. Ich hab ihn. Aber auch. Okay. Mehr also Zündschuh hat keine Ehre, der hat eine Abkürzung geflogen. Zündschuh hat den Bloody gemacht. Deine Ehre ist genommen, Freundchen. Hallo, Schatz. Hi. Da kann man nicht bitte. Wow. Ah, Scheiße! Alter. Jetzt höre ich auch mal die Abkürzung nochmal. Aber trotzdem, ich finde schon, das ist deine Ehre. Dieser Alex, keine Absicht. Nur wie du merkst, haben wir gerade keinen Live-Mod und sind in den Aufnahmen. Von daher, ist ein bisschen problematisch. Passiert. Auf unser Live-Mod ist über der Toilette. Ihm geht's nicht so gut. Und Podbana auch. Zweiter Versuch, Mahlzeit. Endlich habe ich mal wieder Zeit, euch zuzuschauen. Bin gerade erst von der Lok. Wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Danke. Bin gerade erst runter von der Lok. So rum. Ah. Ja, ja. Ich hoffe nicht allzu schnell, Freunde. Nein. Perfekt. Okay, auch eine schöne Idee, mal die Pylonen andersrum zu fahren, auch wenn es ein bisschen zu bunt für meinen Geschmack ist, muss ich ehrlich zugeben. Das ist sowas von... Teilweise unsauber. Nö. Am Arsch. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin eine Abkürzung gefahren, jetzt ist mir sowas von Lachs. Lass mich raten, von der Spirale rüber in den Punkt reingesprungen. Richtig. Aber er hat den mit Zündschuh gemacht. Ja, du, ganz ehrlich, warum soll ich hier den ganzen Mist fahren? Da hält sich eh keiner dran. Ich halt mich überall dran. Ich habe bis jetzt keine Abkürzung gefahren. Ja, du bist ja auch du. Ich bin ein Ehrenbruder in zu allen anderen hier. Alles so kleine Bloodies hier. Und jetzt. Bloody fährt by the way auch mit, habe ich gesehen. Ich hätte das schon fünfmal mindestens in Bloody gemacht. Ne, der ist hinter mir. Jetzt. Dann ist natürlich noch enttäuschender. Oder? Ne, Bloody ist sogar laut Tabelle vor mir. Naja, die Tabellen in GN. Ja, siehst du, jetzt bin ich ja vor ihm. Etwa. Hallo Bambino Mami. Sie kleiner. Nein, der letzte Sprung! Sie kleiner Schlingel. Also ich hab die Spiralen legit. Oh. So, okay, guten Hunger, Harry Potter. Der darf nichts mehr essen. Wow, was? Okay, Kaba. Wow, wow.
Oh, Freunde, ich glaube, ich habe ein Engine vor mir. Jetzt kann ich in ein Engine reinfahren, Freunde. Ah! Wow, 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 war das knapp. Hallo! Hey, Engine! Ha, ha, ha. Oh. Nein. Respawn. Was ist das für ein Spawn hier, Alter? Ich fahr mal hier lang, Freunde. Ich hoffe, das ist richtig. Wir scheinen die ganze Zeit unter dem Maze-Bank Tower rumzufahren, kann es sein? Ja. Wo hängst du, Schatz? Ich bin immer noch 14. bei Punkt 8. Okay. Oh, eine Tür. Nach oben oder nach unten? Nach oben. Ja, oben ist Speed. Oh, das ist natürlich böse, Freunde. Mal langsam fahren, ja. Kurve, okay. Jetzt bin ich in so einer ekligen Psycho-Tube. Bin ich jetzt hier richtig? Alter. Oh, okay, jetzt ist ein Typ, die rausgeht, Freunde. Das heißt, man kann in Ruhe hier langfahren und runterdroppen. Puh. Ist zum Glück ein Hardcore-Rennen, aber man muss sich halt doch noch ein bisschen konzentrieren. Oh, was ist das denn? Alter, dieser Speed war hart assi, ne? Also. Also, ich bin sehr flach reingefahren, das hat mich richtig aufgehalten, der Speed. Mich hat das Ding fast aussortiert, Digga. Oh. Wo ist der Punkt? Aha, da ist der Punkt. Jetzt bin ich auf irgendwelchen Rampen. Ja. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Pass auf, Arsi, Erstkurve haut dich sehr hart weg, wenn du Pech hast. Danke. Die hat mich nämlich auch aussortiert, die erste Kurve. Die erste hat dich aussortiert, okay. Ja. Ich bin direkt hinter dir, dein Popo ist nicht mehr sicher. See ya, man. Ich bin hinter Bloody. Du bist hinter Bloody, mach den weg. Du hast einen Schnuffelkeks am Start. Wir fahren vom Punkt weg, Aris. Warum fahren wir vom Punkt weg? Müssen wir in die Tube rein und weiterfahren? Ich hoffe es mal. Ich glaube, wir müssen da irgendwie rüber. So, ich fahre in die Tube rein, mal gucken, wo es mich hinbringt. Ja, ich folge dir mal unauffällig. Da ist der Punkt, ja, voll das am Ende fahren, Aris, und fahren gerade raus springen, weil sonst... Oh, ja, 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 ich hab ihn. Halleluja, Schwestern. Manchmal verliert man ein bisschen die Orientierung. Ja, dezent. Deswegen finde ich es auch gar nicht so verkehrt, dass wir uns ausnahmsweise mal helfen. Das ist endlich ein bisschen so eine Germs-Tanz-Serie. Immer kreuz und quer, du weißt nie, wo du dran bist. Ja, nur mit dem... Ist natürlich kein Vergleich von der Stärke, weil Germs-Tanz ist ein bisschen stärker, aber... Oh, das ist aber auch... Das Böse hier. Oh, nö, geht nicht. Nee, der hat sogar Erleichterung eingebaut. Tschüss, so, Engine. Und jetzt auf den Leitplanken hier rumfahren, oder was? Genau. Weißt du, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Punkte, Aris. Okay. Da ist der Next Point. Oha, hier geht's richtig steil ab, Mann. Tatsache ist es mal so, dass Anime-Fan und ich uns ein bisschen helfen. Ja, bei solchen Maps ist ja genau wie die Stunt-Serie. Wenn du da nicht weißt, wo lang fahren musst, hast du verloren. Aber bei Level German Sets, dann muss ich sagen, die Dinger sind um einiges smoother gebaut. Ja. Man kann davon halten, was man will, ne? Ich würde ja glatt spielen, wenn ich da nicht den Zentrono reguliert hätte. Die ersten sind ziemlich ätzend. Ah, okay, in die Tube rein, Freunde. Ja, ich hab den Punkt. Dann geht's. Oh, Sincho fliegt so weit, meine Freunde. Geil. Und ich bin im Loch drin, eingelocht fürs 2. Ja, me too. Hier. Fuck, Mann. Was hat dich raussortiert? Ah, auf dem Mond, auf dem Mond, auf dem Mond. Oh, lol, ist das assi. Hallöchen, ihr beiden. Als wow, mit Verkehr sind wir hier. Das? Marshall, lass uns Händchen halten. Müssen wir über die Mauer drüber kommen? Ja, müssen wir. Dann reicht das Bomben wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Ich aber mal hohen Verkehr eingestellt hat. Ja, weil Arsch. Okay, Alter, Freunde. Ist aber ein massives Teil, was hier gebaut wurde. Holy fuck. Die Frage ist, wie weit man muss einen Anlauf holen? Ey, Bus, was hält hier ein? Na, guck mal, die fahren alle zurück von da. Seht ihr die? Ja. Der Pinke springt ein bisschen rum. Oh! Ja, ich hab's! Ganz knapp hat er es geschafft, Freunde, würde ich mal sagen. Lol, ich bin Dritter. Die hängen alle hier rum, die Muschis. Ja, so kann's gehen, ne? Nein! Ich bin oben gegengeknallt, noch ganz knapp. Ich bin auch gegengeknallt, aber dann rüber gebounced. Richtig lucky boy, Alter. Wow. Also jetzt mal ernsthaft, mit Skill hatte das wirklich nichts zu tun. Also auch, viel Glück, so wie es aussieht. Ja, auch wenn ich es ungern zugebe, aber es ist einfach die Wahrheit. Oh, Grex, das ist ein Ziel. Respekt, mein Freund, Respekt. Nein, ich. Da kommen wir schon gegengefahren.
Die Frage von ist, man muss herausfinden, wie viel Anlauf man nehmen muss. Richtig. Und natürlich viel. Macht der Verkehr das dezent Top Speed. Schwer. Top Speed Anime. Hast du schon mal probiert, Top Speed zu fahren mit dem ganzen Verkehr hier? Ja, eben gerade. Sonst wäre ich ja nicht hier, wo ich bin, ne? Nein! Ich muss zwei, dreimal lenken und schon hat man verloren. Man kann wahrscheinlich irgendwo cheaten, sonst hätte er das nicht geschrieben, aber ich möchte ja, man kann Freunde. Außen rumfahren. Nee, kann man nicht. Der eine Punkt ist ja da. Das Problem ist halt hier, Freunde, jetzt sind mittlerweile ausgerammt worden, da sind Tote drin. Und die Autos stehen halt die ganze Zeit da. Oh nein, jetzt sag mir nicht, dass er hier noch mehr von diesen... LOL! Nein! Was? Alter, okay, geil. Hört sich geil an. Das war ein Toasty, den ich so richtig Skillmaster-mäßig First Fire hatte. Ja, geil. Nice. Kann man ruhig mal so machen. NPC, verpiss dich da! Ich glaube, ganz so krass wie kommt nicht mehr. Hä? Ich habe jetzt hier noch Punkte zum Abfahren. Also, ich habe so viel Anlauf genommen, ich komme nicht rüber. Was ist das? Versuch noch zu Körper boosten. Bordstein. Weil man schafft das nicht. Ja, oh. Dann Körper. Wollen wir uns richten? Oder man könnte uns das Auto so ausrichten. Ja, gucken wir mal so. So, Daddy steht vorm Ziel. Ist das ein Zielsprung? Ich würde mal sagen, nein, ich habe zumindest nichts gehört. Ich weiß es nicht. Ja? Ich liege oh, mal. Oh nein, ich wieder der Verkehr, Freunde. Daneben. Ich glaube, das ist ein Zielsprung. Also, meiner Meinung nach, man muss einen richtig glücklichen 3 haben, um so weit zu kommen. Nee, ist doch kein Zielsprung, alles klar. Weil ich bin jetzt schon zum dritten Mal. Oh, mein letztes Oh, Rio, Verpester. Die Frage ist, wie viele haben den Sprung regulär genommen, Freunde? Verpester war da mit dem Rumjumpen, das habe ich gesehen. Ich war viel zu hoch, oder was? Gut. So, Freunde, ich hoffe mal, dass der Sprung jetzt funktioniert, weil dieses Anlaufnehmen ist immer nervig. Hätte wenigstens den Punkt anders hinsetzen können. Gut, während die Frau noch fährt und Anime-Fan noch fahren, nein! Kann ich ja noch ein bisschen auf den Chat eingehen. Verkehr. Junge, dafür möchte ich mir aber wahrscheinlich schon in die Fresse hauen. Anime-Fan, ich bin auf die Kante geknallt. Boah, da habe ich auch schon mehrmals. Und statt vorne rüber zu kippen, bin ich wieder zurückgekippt. Oh, dann hast du nicht das Endchenglück. Ah, dieser Verkehr ist echt so nervig. Wieso macht man Verkehr, wenn man solche Sprünge auf der Straße baut? Man hat die Möglichkeit, den Verkehr auszuschalten. So, wow. Wunderbar. Ja, danke dir. Ach. Unterdessen schon sehr fleißig. Ich danke dir, Moni. Was? Anime-Fan, trotz Fullspeed habe ich es nicht geschafft. Von da, wo du gerade angefahren bist. Ja, ich war. Du darfst aber nicht viel länger. Das ist alles gefolgt mit deiner Geschwindigkeit. Du musst genau ein Endchenglück haben. Zinsho jetzt rein. Zinsho, nächste Runde bist du nicht dabei. Weil man kann anhalten. Das hat Arthur schon bestätigt. Ja, wir stehen hier zu viert. Du fünf, kriegst das ja auch noch hier. Ist das hier Sprung? Nein, eigentlich nicht. Nö. Nö. Das ist ein Rundenrennen eigentlich, ne? Ja. Ja, und wir stehen genau wieder da. Oh, und Marshall, du bist auch nächste Runde nicht dabei. Irgendwann später. Hikoka hat's heute nicht so drauf. Ist heute nicht so gut drauf. Ach so. Das auch. War doch, eigentlich schon. Nur ist heute nicht so ihr GTA-Tag. Darf ich mir dann nachher wieder bei R6 ja. einiges antun. Und schlechte Laune ist verständlich, wenn man in zwei Maps als Erster irgendwo ist und dann trotzdem nie beendet. Ein bisschen belastend. Digga, hol doch nicht rum, du Muschi, ey. Was ist denn mit dir? Du kleiner Wichser. Du bist so ein Wichser. Du, ich glaub nicht, dass ich die Einzige bin, der das so geht. Wenn das mal jemandem passiert. Ja. Ich glaube, das würde jeden irgendwie irgendwo zerfressen. Oh. Hi, Bladdy. So. Darf ich mit dir kuscheln? Komm her, mein Freund, komm her, Mann. Schnuffelkeks. Ich mach die weiße Haube auf den Schnuffelkeks drauf. Lol. So, Freunde, wie gesagt, wir warten jetzt mal einen Moment auf die Koka. Hat noch jemand eine Frage? Oder? Ich bin jetzt bei Punkt 26. 27. Ah, da kommt die Frau angefahren, Freunde. 28. So. 29. Dann würde ich sagen, fahren wir alle ins Ziel, Freunde. Ich gehe davon aus.
Ja, man sammelt die Punkte auch von unten ein. Das heißt, ich kann den anderen beiden verzeihen. Oh. Ja, moin. Ups. Gut, ihr Lieben, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt den Kanal von Likoka sowie natürlich vom Anime-Fan aus. Oder vom Männchen. Oh yeah. Unten in der Videobeschreibung sind wir jeweils verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöbedö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Don't